Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Planet ArchAge Let's Play. Wie der Name schon sagt, geht es heute um eine Produktionslinie des Schneiders. Wir möchten euch gerne mitnehmen auf die Tour von der Baumwolle bis zum fertigen Endprodukt. Starten dafür in unserer Housing Area und möchten euch alles etwas genauer zeigen. Zum Anfang brauchen wir natürlich Samen, den bekommen wir beim Samenhändler. Wenn man dann über das Icon geht, kriegt man nähere Hinweise, was die Pflanze denn so braucht an Wachstumszeit, welches Klima am besten geeignet ist und was es denn kostet, einen Samen zu kaufen. Nebenbei gibt es natürlich auch den Hinweis, wenn man Sachen anpflanzt und dies nicht in dafür vorgesehenen geschützten Gebieten tut, kann es natürlich vorkommen, dass diebische Spieler einem die Sachen wegschnappen, bevor man selbst ernten konnte. Wir kaufen mal so ungefähr 10 Samen und für die Pflanzen, die es beim Samenhändler gibt, benötigen wir Wasser. Dieses habe ich hier schon mal besorgt. Wir haben also genügend Wasser vorrätig für die ersten Pflanzen und begeben uns im Anschluss ans Wasser holen zum eigenen Farmgebiet, das durch die Vogelscheuche gekennzeichnet ist. Im Moment steht hier noch ein Baum drauf. Dieses Feld ist zugegebenermaßen nicht sehr groß, 8x8. Man sollte halt versuchen, die Pflanzen so platzsparend wie irgend möglich zu platzieren, um effektiv den Ertrag hochhalten zu können. Pflanzen vom Samenhändler müssen gegossen werden. Das verkürzt die Zeit. Die Wachstumsphasen sind je nach Pflanze unterschiedlich. Können wir hier mal gucken. Hier die Zeit 2 Stunden und 2 Sekunden. Und wenn wir gegossen haben, haben wir ganze 12 Minuten gespart. Hier ist die Wachstumszeit noch relativ gering. Anders sieht es dann schon bei höherwertigen Pflanzen aus oder bei Bäumen. Da kann die Wachstumszeit schon bis zu mehreren Tagen betragen. Wie in den Hinweisen zu den Pflanzen, wenn man über deren Icons geht, zu lesen ist, wird immer dazu geschrieben, welches Klimagebiet am besten geeignet ist. Auch dies sollte man möglichst beachten, denn wenn man zum Beispiel eine Buche oder eine Eiche oder dergleichen in ein nicht dafür vorgesehenes Klimagebiet wie Wüste, zum Beispiel Wüstenklima, anpflanzt, da kann sich die Wachstumsphase um beträchtliche Zeit erhöhen. Genauso sieht es natürlich auch aus, wenn ich einen Kaktus in ein Sumpfgebiet oder in ein tropisches Klima pflanze. Auch da ist es so, dass die Wachstumszeit sich verlängert.
oder gar die Pflanzen vor dem eigentlichen Ende der Reife einfach kaputt gehen. Hier habe ich gerade noch eine Eibe stehen, die gehört zu einer Quest, die ich noch erledigen möchte vom Holzfäller. Die stand jetzt knapp 12 Stunden und nachdem die Reifezeit beendet ist, hat man ungefähr je nach Pflanzenart 24 bis 48 Stunden Zeit, ohne Angst haben zu müssen, dass da die Pflanze kaputt geht, den Ernteprozess zu beginnen. Ich schaue gerade noch mal, ob ich irgendwelche Sämlinge noch anbauen kann. Platz habe ich ja noch übrig. Da haben wir noch einen Baumwollsamen gefunden. Im Beutel sowie im Lagerhaus kann man mit diesen Icons rechts unten sein Inventar bzw. seinen Lagerplatz sortieren, automatisch, ohne da groß hin und her machen zu müssen. Das gewährleistet, dass man einigermaßen den Überblick behält, wenn das Inventar oder der Lagerplatz größer wird. Denn je nachdem, wie oft man Sachen, sei es Material oder Questgegenstände dazu oder wieder verwerten kann, sieht's dann teilweise doch schon sehr chaotisch aus und man verliert dann irgendwann den Überblick. In meinem Inventar befinden sich jetzt noch Lilien und Lavendel. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei der Baumwolle. Pflanzen kommt als erstes und als zweiter Schritt dann, um die Wachstumszeit etwas zu verkürzen, die Aktion mit dem Eimer, das Gießen sozusagen. Später wird man dann noch die Möglichkeit haben, speziellen Dünger herzustellen. Das übernimmt der Alchemist. Kann das, glaube ich, machen. Bin mir da im Moment nicht ganz sicher. Also bitte keine Garantie auf diese Aussage. Und dieser Dünger macht auch im Prinzip nichts anderes, als nochmals die Wachstumszeit zu verkürzen für das Anpflanzen gibt es dann noch verschiedene Hilfsmittel. Man kann zum Beispiel anstatt hier mit der Gießkanne die Pflanzen einzeln zu gießen, wenn man etwas fortgeschritten im Spiel ist und die Möglichkeit hat, einen sogenannten Farmwagen zusammenbauen, der kann dann sozusagen ein großflächiges Gebiet bewässern und das Ganze um einiges vereinfachen. Zusätzlich kann man dann diesen Farmwagen auch benutzen, um zum Beispiel sogenannte Trade Packs zu transportieren. Man selbst kann nur eins transportieren, egal ob zu Fuß oder mit einem Esel als Lasttier. Farmwagen sind das dann schon vier, was die sogenannten Tretruden wesentlich effektiver macht. Ich mache das jetzt hier mal nicht ganz so hundertprozentig genau. Ich will euch nicht nur mit diesem
Prozess des Anpflanzens alleine langweilen. Gerade noch die paar Sämlinge und dann werden wir uns dem weiteren Beschreiten des Weges vom Anpflanzen der Baumwolle bis zum fertigen Endprodukt widmen. Das Ernten hier in diesem landwirtschaftlichen Bereich, beziehungsweise beim Holzfällen oder beim Erze sammeln oder beim Kräutersammeln, steigert gleichzeitig den Skill des Berufes des Sammlers. Hängt mit diesem also zusammen. Wichtig dabei ist für uns zu wissen, wenn der Sammelskill steigt oder der Skill für die Landwirtschaft, dann bekommen wir mehr Ertrag aus den Pflanzen heraus und sind auch wieder etwas effektiver, als wenn man ganz frisch vom Startpunkt weg anfängt zu arbeiten. Kurz nochmal beim Lagerverwalter vorbeigeschaut. Wir überspringen für den Moment jetzt das Ernten erstmal. Das, wie gesagt, dauert jetzt hier 2 Stunden. In dieser Zeit werde ich euch den nächsten Schritt erklären. Hier das Verarbeiten des Stoffes, der aus der Wolle hier am Webstuhl verarbeitet wurde, entweder aus der Baumwolle oder von einem Schaf, zur fertigen Kleidung. Der Schneider kann hier an der einfachen Station zum Beispiel Zubehör machen, wie einfache Angelschnur oder die verbesserte, verstärkte Angelschnur. Weiters kann der Schneider natürlich auch auf die Insel Mirage Island gehen und kann dann einen Bauplan kaufen für ein Nähkästchen bzw. eine Nähmaschine. Das ist ein Utensil, was man in einem Haus platzieren kann, was dann im Prinzip den Skillgain des ausgeübten Schneiderberufes verbessert. Und zwar ganz wesentlich verbessert. Ansonsten kann der Schneider aus dem normalen Stoff wunderschön gefärbten Stoff herstellen oder Wolkenspinnstoff oder Stoffpakete. Stoffpakete ganz wichtig, zum Beispiel für Segelbau, für die Schiffe. Hier auch mal der Unterschied. Für ein Stück Stoff bekommt man 10 Silber. Für ein Stück schön wunderschön gefärbten Stoff bekommt man schon 25. Dazu braucht man eine Tinktur, um aus dem Stoff gefärbten Stoff herzustellen. Diese wird vom Alchemisten
mit verschiedenen Zutaten zusammengebraut. Je nachdem, welche Stoffart man besitzt oder fertigen konnte, unterscheiden sich dann auch die Möglichkeiten an der Stoffrüstungs-, Lederrüstungs- oder Plattenrüstungspuppe. Je nachdem, ob man Stoff, Leder oder Plattenrüstungen herstellt. Inventar machen wir gerade eben mal zu. Und nein, wir reiten nicht. Wir werden das Ganze mal per Teleport machen. Geht etwas zügiger. War nach Lakeside. Hier wurde Gott sei Dank nicht alles ins Deutsche übersetzt. Für diesen Teleport benutzen wir einen Stein, den wir selber herstellen können. Am Steinmetztisch. Und schon sind wir da. Und gehen in ein neues Crafting Camp. Zum Weiterverarbeiten von dem Stoff benötigen wir noch Zubehör. Diese bekommen wir beim Krämer. Zwar den Shadigons Keil. Kostet pro Stück 5 Silber und ermöglicht uns, den Stoff entsprechend zu bearbeiten, damit daraus dann ein Rüstungsteil werden kann. Das ist jetzt so eine Stoffrüstungsform. Zu aktivieren wieder mit F. Da haben wir die richtigen Stoffrüstungen von der Kapuze bis zu den Schuhen und die einfachen Kapuzen, Hosen, Hemden, Schuhe, Handschuhe. Da wird uns dann auch angezeigt mit dem Inhalt des Inventars, was herstellbar wäre. Und ganz am Ende dieser Liste zum Beispiel Stoffkostüme, die dann natürlich mit fortschreitendem Wissen in der Schneiderei sich auch verbessern. Zu beachten ist hier, man craftet im Prinzip die Rüstung einmal. Und kann diese dann später zum nächst besseren upgraden. Dementsprechend höher ist natürlich auch der Zeit- und Material- und Arbeitspunkteaufwand, je besser die Rüstung wird. Und wir fangen mal mit dem Hemd des Lehrlings an. Wir brauchen dreimal Mondstaub, sechs Stoffe und drei Keile. Um uns hier eine grüne Stoffrüstung herstellen zu können, tragbar von Level 20 bis Level 50.
Auch hier wieder bei jedem Icon eine Erklärung, was wofür dient. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ein Hemd herzustellen. Und einen Erfahrungsboost von 5400 EP zu bekommen für diese eine Aktion des Herstellens. Im gleichen Augenblick wurde das nächstmögliche freigeschaltet, sofern man denn die Materialien im Inventar hat. Natürlich sind auch die Stats dann wesentlich besser als die erste Rüstung. Stats werden immer rechts von denen vorhandenen Stats der Rüstung angezeigt, weiß in denen, die die Rüstung hat, und grün oder rot für die Stats, die dann auf der Rüstung gegenüber dem, was man momentan trägt, stehen. Ich habe hier eine gelbe Rüstung an, die natürlich schon wesentlich höher ist als das, was ich jetzt hier gecraftet habe. Dementsprechend habe ich hier viele rote Werte. Aber hier sieht man schon der Unterschied zu der normalen Rüstung, die man am Anfang trägt. Schon gewaltig, wenn man ein Set zusammen hat, kriegt man entweder, wenn man 3 oder 5 trägt oder 4 oder 7 von diesen Teilen dementsprechend hohe Stats. Hier erhöht sich das Max Mana um 291, trotz dass der Levelunterschied so groß ist, und mein Magieangriff um 6,4%. Schon enorm. Unten am Ende wird dann auch immer hergeschrieben, wer das Teil produziert hat. Je weiter man im Level dann aufsteigt, bekommt man dann auch Rüstungen mit Slots, wo man dann Steine einbauen kann, die nochmal verschiedenste Werte verbessern. Entschuldigung. Dritten Hemd. Bei der dritten Aktion werden es dann wieder mehr Vorteile, die man von dieser Rüstung hat. Hier nochmal die Stoffkostüme, die man herstellen kann. Verschiedene Hemden in verschiedenen Farben. Wenn man dann in der Lage ist, ein eigenes Haus zu haben oder zu bauen, gibt es noch weitere Möglichkeiten, spezielle Werkbänke aufzustellen am eigenen Haus. Diese geben zusätzlich nochmal verbesserte Stats und können dann zum Beispiel
bis zum Veteranenstatus aufgepeppt werden. Das war jetzt der Teil unseres Videos, in dem wir mehr oder weniger das Herstellen besprochen haben. Über dem ganzen Erzählen wollen wir natürlich nicht vergessen, dass wir unsere angepflanzte Baumwolle auch noch ernten müssen. Auf dem Weg zurück zu unserem kleinen Garten benutze ich jetzt einfach mal den Kleider. Macht das Ganze etwas entspannter. Dieser Kleider ist abgegradet und zwar dreimal. Hat also schon ein paar mehr Möglichkeiten als der Anfangskleider, den man mit der Kleiderquest bekommt. Kann man für Silber auf Mirage Island entsprechende Pläne kaufen und dann upgraden. Man braucht also keine speziellen Materialien, um das zu tun. Die Kleider bleiben schon länger in der Luft. Man kann einen Kleider bis zu 5-mal upgraden oder dann halt einen Bauplan kaufen für sogenannte Gildastars, was dann die besonderen Kleider sind. So, da sind wir sicher gelandet und wir machen einfach mal einen kleinen Zeitsprung. Unsere Baumwolle dürfte fertig sein. Man sieht das an diesem kleinen grünen Symbol. Und links im Chat kann man mal beobachten, wie die Ausbeute so im Einzelnen pro Ernte ist. Am Anfang, wenn man mehr oder weniger in das Spiel frisch eingestiegen ist, bewegen sich die Zahlen so zwischen 4, maximal 6. Ich war jetzt nicht sonderlich aktiv hier, aber trotzdem habe ich durch Sammeln, durch Steine hauen, durch Holzhacken, durch Ernten meinen Sammelskill erhöhen können und komme jetzt natürlich schon etwas mehr aus der einzelnen Pflanze heraus. Ich habe 102 Baumwollpflanzen bzw. Material rausbekommen und die kann man dann natürlich hier am Webstuhl weiterverarbeiten, den Webstuhl mit F aktivieren und ich kann hier 10 Baumwollstoffe herstellen aus den 102 Materialien. Pro Aktion komme ich hier 273
Erfahrungspunkte. Sollte natürlich auch auf Max stellen. Durchdrücken auf K kann man in die Übersicht der Skill-Fertigkeiten wechseln. Hier kann man schön sehen, wie der Skill beim Schneidern steigt. Jede Aktion, die ich ausführe. Zu einem späteren Zeitpunkt kann man dann, wenn man die 10.000 erreicht hat, sein Dasein als Lehrling zum Gesellen upgraden mit einem speziellen Papier. Was sich nachher natürlich zum Meister ausbauen lässt. Schauen wir noch mal kurz beim Samenhändler vorbei. Wir haben für einen Baumwollsamen 1 Silber 40 Kupfer bezahlt. Wenn wir jetzt den Stoff hernehmen, einfach mal ein paar Teile verkaufen. Sehen wir, für einen Stoff kommen wir 1 Silber. Und damit möchte ich das heutige Video über die Produktionslinie des Schneiders beenden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Barberman.